So. Und damit, wie auch schon. Also damit herzlich willkommen zurück zu Rayman Raving Rabbids. Und wie ich bereits auch schon in meinen Yu-Gi-Oh! Aufnahmen erwähnt habe, werde ich jetzt nochmal ein bisschen Rayman aufnehmen und ich denke, wir waren hier stehen geblieben. Im Essensland. Und beginnen mit dem König der Desserts. Spannend. Leben schon mal, das ist schon mal eine gute Sache. Und ja, ich bin einfach mal ganz gespannt, was diese Welt für sich bereithalten lässt und wie gesagt, die Schwierigkeitskurve ist. Sehr ganz angenehm, da kann ich klettern, lecker. Lass mich noch ziemlich viel treffen. Da muss ich aufpassen. Eine leckere Himbeere, wobei ich Himbeeren nicht so mag. Da ist eine Gabel. Ich denke mal, da muss ich dann die Himbeere aufspießen. Kennen wir ja mittlerweile. So, hopp. Dann kann ich hier so rauf. Und hier weiter. Okay, zwei Käfige direkt ineinander. Warum nicht? Checkpoint, sehr gut. So. Warte, ich hab doch noch Kostüme. Ah, damit kann ich dann. Dafür ist der Rockstar-Rayman da, okay. Okay. Ah, okay. Der ist zu stark, da muss man irgendwie den Rayman lang gehen. Leute, die Gegner, die Musik machen, die sind stark, die brauchen halt die Gitarre, weil die Gitarre man mit der Gitarre anscheinend stärker zuschlagen kann. Und es wirkte auch so, als wäre der Rockstar Rayman auch irgendwie immun gegen diese Gitarrenangriffe. Hier möchte ich eigentlich, wobei doch hier hoch möchte ich schon. Leben. Auf jeden Fall nehme ich das mit, weil hier komme ich eh nicht nochmal hin. Von daher kann ich das auch einfach mitnehmen. Okay. Hier ist sonst nichts. Dann kann ich wieder runter. Hoffentlich lande ich es auch sicher. Und dann den anderen Weg gehen. Und schön, dass es auch anhält, wenn man da drunter ist. Das sieht optional aus, hoffe ich.
Aua. Oh, das war der richtige Weg. Wäre dann nicht so schön. Das war der richtige Weg. Dann möchte ich gerne nochmal zurück. Ich hoffe, ich komme auch nochmal zurück, ansonsten bringe ich mich halt nochmal um. Weil da war oben halt auch noch was. Und sieht gut aus. Die Gabel hauen, dann kommt da hoffentlich die letzte Lumps und der letzte Käfig. Perfekt. Können wir jetzt auch den Level beenden. So, wieder zu 100%. Mann! Mann! Das war so klar. Ah, hier, das wäre schon. So, ganz sicher, und jetzt Level beenden. Sehr gut. Hat ja nur bedingt länger gedauert. Jetzt geht's weiter zur Tortenschlacht. Oh nein, ich muss wieder ein Auto rennen. Okay, gleiche Sache wie immer. Ich will erstmal durchkommen. Und dabei einfach so viel mitnehmen wie geht, aber es wird auch nicht schlimm, wenn ich irgendwas nicht kriege. Ich glaube, driften kann man hier nicht, man muss halt einfach vom Gas dann runtergehen. Einfach durchrasen. Was ich jetzt nicht kriege, ist nicht schlimm. Zeit. War das ziemlich knapp. Okay, ich muss durchrasen. Doch, ich kann boosten, okay. Und die Beschleunigungsstreifen sollte ich auch mitnehmen. Oh oh. Kann ich eigentlich die Lumps behalten? Das wäre ja mal eine gute Neuerung. Ah, das ist nett. Das ist sehr nett. Nein, das geht einfach durchfahren. Dankeschön. Ah ne, mit L booste ich. Warum dachte ich? So mit beiden Tasten? Bin mir nicht ganz sicher. Wenn ich beide Tasten drücke, funktioniert es auf jeden Fall. Oh oh. Geht schon mal anspruchsvoller auf jeden Fall.
aktiv, wenn ich nur L2 drücke. Ah ja, okay, das ist einfach nur die L-Taste, die man zum Driften benötigt. Wayman! Nein! Oh nein! Aber nee, irgendwie, die gefallen mir nicht. Die sind mir einfach zu nervig. Aber ich finde die hier schon besser als im Vorgänger auf jeden Fall. Oder im Vorvorgänger. Mann, nein! Das war sehr knapp. Oh, da hast du auch ein Sprungding. So, ja, das ist doch ein deutsches Sprungfeld, okay. Na, ich hab schon mal alle. Lumps. Okay. Okay, ich weiß nicht, wie ich boosten kann. Und es gibt Abkürzungen, die ich nehmen soll. Zumindest die eine, die reicht ja auch schon. Nein. Oh. Da gibt es ein Boostfeld. Sollte ich auch mitnehmen. Wayman. Okay, den Sprung. Fahr einfach. Fahr doch. Kriege ich irgendwie nicht. Muss bei der nächsten Runde gucken. Fahrauffall. Wie nennt man eine Demonstration von Veganern? Gemüseauflauf. Das Fußfeld kriege ich irgendwie nicht, aber es passt schon. Okay, also jetzt wo ich weiß, dass die Lumps gespeichert bleiben, dann hätte ich es auch in den anderen Rennen direkt holen können, aber ist gut. Und geschafft. Ich dachte gerade, es geht doch eine Runde weiter. Aber zum Glück nicht. Was gibt's jetzt? Die Bonbon-Insel. Okay, ich bin gespannt. Hab ich schon mal gesagt, dass ich dieses Spiel mag? Ich glaube, hier geht's weiter. Ich geh mal kurz da gucken. Ja. Perfekt. Immer schön alle Secrets absuchen. Und jetzt geht's hier rum und hier hoch. Und drüber und hoch. Genau, es ist ein schöner Samstag. Ich werde auf jeden Fall mir noch einen schönen Tag machen, nachdem ich die Aufnahmen habe, weil die Aufnahmen finde ich furchtbar. Nein, Spaß. Und ja, genau.
Mann. Was für ein Typ hier. Los, komm. Ich will ertrinken, damit ich ja volle Leben habe. Damit ich auch Checkpoints nutzen kann, sinnvoll. So, und immer alles schön gut töten. Genau. Und hier hoch. Mann. Wenn die versteckten Gegner, wo soll ich denn wissen, dass die kommen? Außer man es halt auswendig gelernt hat. Der Musiker ist auch immun gegen die Musikangriffe. Nein. Den hier. Den ganz normalen. Nicht den Hip-Hopper Rayman, nicht den Popstar Rayman, oder den Rocker. Einfach. Ich würde sagen, dafür brauche ich den hier. Oh. So, hier ist ein Lehm. Aber man kriegt da trotzdem keine volle Energie, wenn man Lehm einsammelt, was ich nicht cool finde. Auf jeden Fall nicht. Aber diese Einweg-Mini-Stellen lenkt auch ganz nett. Ah, ein Leben, super. Ich hoffe, da war jetzt nichts. Aber ich fürchte schon. Okay, da ist der Stern, dann geht es erstmal in die Richtung. Wahrscheinlich brauche ich da den Stern, um mal wieder groß zu sein. Okay. Der Kleine kann nicht schwingen. Ist aber okay, dann kannst du dir nochmal die andere Stelle anschauen. Das mache ich dann auch noch in dieser Folge. Damit ich mir jede Stelle angucken kann und dann vielleicht noch bis zu einem Checkpoint komme. Mal gucken. Genau, ansonsten, ja.
Es ist dann auch das letzte Spiel der Rayman-Reihe, was ist jetzt zumindest der Game Boy Advance-Reihe, die ich spiele. Und ja, mal gucken, was dann noch so kommt. Es gibt, wie gesagt, immer noch die Option, eventuell Spyro zu machen, auch wenn ich dann nur ein Spiel als richtiges Let's Play bringen würde. Und das andere dann wahrscheinlich als Let's Show, die anderen. Aber mal gucken, das muss ich, wie gesagt, gucken. So sieht das mal besser aus. Den Rockstar. Nehmen natürlich mal die Energie mit. Okay, da komme ich nicht hin. Da, oder dann wahrscheinlich auch nicht. Okay, das ist einfach nur Deko. Okay, dann sehen wir uns dann gleich in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Oder übermorgen in dem Fall. Ja, in dem Fall übermorgen. Ciao.